Hallo und damit herzlich willkommen zu einem neuen KI-Kampf-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute weiter mit den Burgen vom König Ludwig. Und heute tritt er zusammen mit dem Safar, meiner dritten KI, gegen den Richard Löwenherz und den Bären. Bären ist vom Crusader Pilaf, deswegen, ne, verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung, damit ihr euch das mal angucken könnt, was der so macht. Und ja, wir spielen auf der Map vom Lord Hühnerfutter, heißt er, glaube ich. Ich weiß es aber jetzt nicht hundertprozentig, aber ich denke es schon, dass es die Map war. Ist ja eine Map, wo die Teams nicht so nah beieinander stehen und somit keine Feuerunterstützung von dem Teammate quasi kriegen. Und ja, ich habe einfach mal die Aufstellung gewählt, damit halt die zwei, also die Stufe 4 KIs, sich gegenseitig bekriegen und die Stufe 3 KIs, Safar und Richard Löwenherz, weiß ich nicht. Ne? Guck mal einfach mal, wir starten mit 4000 Jolt und wir gehen rein. Also, diesmal mit Burg 7. Ich habe diesmal auf den Wunsch von einem Zuschauer gehört, der gesagt hat, eigentlich passt Hellblau besser zum König Ludwig. Das würde ich gerne mal ausprobieren, wie das halt ausschaut, weil eigentlich ist ja die Prime-Farbe, die ich mir ursprünglich erdacht hatte, dieses Dunkelblau quasi. Und jetzt ist es halt das Hellblau. Schauen einfach mal, wie, ja, mir persönlich, also, ne, ist es eigentlich vollkommen egal, was er für Farbe hat. Ich finde aber, die blaue Farbe oder dieses Dunkelblau sieht halt noch ein bisschen cooler aus. Wenn euch das Hellblau da besser gefällt, dann wird ab jetzt die hellblaue Farbe die Prime-Farbe. Also, ja, grün der Bär, blau, ach, rot der Richard Löwenherz. Und gelb der Safar. Und ja, es war, glaube ich, so eine ähnliche Aufstellung auch schon mal gewünscht. Bloß, dass statt dem Richard Löwenherz hier der Inquisitor steht. Aber ist nicht Inquisitor dann auch eine Stufe 4 KI? Also, weiß ich nicht, was der dann rausdrücken kann mit seiner Wirtschaft, ist auch nicht gerade so, so geil. Und ja, wir lassen hier erstmal ein bisschen aufbauen. Das dauert ein Stück, bis der hier sich aufbaut. Schauen ja erstmal ein bisschen dem Scharmützel vom Richard und Safar zu. Und ja, deswegen habe ich jetzt einfach mal statt Inquisitor hier den Richard Löwenherz reingemacht. Weil ich halt genau weiß, dass Richard Löwenherz eine Stufe 3 KI ist. Ich bin mir nicht sicher, was mit Inquisitor ist. Da könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was der genau für eine Stufe ist. Ansonsten, ja, kann ich da auch ja nochmal ein Rückmatch machen oder sowas. Na, ist ja kein Problem. So, jetzt ist es hier langsam aufgebaut. Ich habe ich hoffe, dass es einem besonderen Zuschauer die Burg jetzt ein bisschen besser gefällt. Das ist, ja, habe ich hier noch ein bisschen versucht anzupassen, dass das hier nicht alles so clean ist. Angriff vom Richard Löwenherz auf den Safar. Der hat hier seine Sorti-Schwertkämpfer schon ordentlich, kriegt den Rambock hier dementsprechend eingerissen und greift jetzt selber an. Aha. Geht auf den Bären, oder? Ne, scheinbar nicht. Safar ist ja der einzige, die einzige KI mit Target Choice Balance. Und alle anderen gehen ja auf Closest. Ja, hat sich nochmal umentschieden auf Richard Löwenherz. Ja, das ist eigentlich so. Ich hoffe, dass er hier der mehr auf den Richard Löwenherz geht, aber ich denke, wenn hier einmal der Bär steht und seine, selbst wenn der Richard hier zu Hause sein sollte, ist, denke ich,
er immer noch schlechter gewertet als der Bär, weil der ja auch einfach eine Wirtschaft hat, die seinesgleichen sucht. Hier sind Raids vom Bär. Stimmt, hier hat er ja gar keine Raids. Ich habe auch noch was anderes angepasst an der AIC, noch was Kleines. Und zwar hatte jemand geschrieben, dass er mehr wie nennt man das jetzt? Patrouillierende Truppen halt haben sollte. Und dachte ich so, ja, ich gebe denen einfach mehr Sortie, Schwertkämpfer und so weiter. Aber beziehungsweise mehr Sortie-Einheiten. Und hab dann erstmal den seine Schwertkämpfer halt erhöht. Und ja, das ging dann aber ein bisschen nach hinten los, weil der. Oh, hier wird schon ordentlich gebockelt. Der Turm fliegt gleich. Bricht gleich ein, ja, aber es sollte noch abwehrbar sein. Wir kümmern uns gleich um die Burg vom Barmherzigen. Habe ich nicht vergessen, keine Angst. Gut, jetzt. Und das Problem war, dass er sehr lange gebraucht hat, um die Sortie Schwertkämpfer hier ausbilden zu können. Und die KI oder ja, allgemein, die KIs bilden ja erst die Sortie-Schwertkämpfer aus oder die Sortie-Einheiten, bevor es dann auch an die Verteidiger und Angreifer geht. Zumindest denke ich das. Und dadurch hat er dann Ewigkeiten keine Verteidiger ausgebildet. Deswegen habe ich seine. Oh, hier ein kleines Ackermatch zwischen König Ludwig und Bär. Gehen ja hier. Bär ist ja auch ordentlich eingedrückt von seiner. Wirtschaftsleistung, weil ja die Sortie-Bogenschützen hier oben auf dem Berg stehen und dann die ganzen Arbeiter und ja, ganzen Sachen hier vom Bären wegschießen. Also hat er bestimmt auch ganz gute Schwierigkeiten, da entsprechend dagegen zu halten. Ich hoffe, die Triebwerke. Wo schießen die denn drauf? Ach, die schießen hier auf die Minen. Okay. Ja, also das ist schon ein ganz schönes Gerammel hier. Hier wird geknabbert, aber das sollte jetzt nicht so viel machen. Ist halt jetzt leider so ein bisschen nach rechts oder weiter nach vorne ausgerichtet statt nach rechts. Und der kommt halt hier relativ gut von der rechten Seite. Dieser Arm hier ist halt doch echt gut. Und ja, auf jeden Fall, ich laber hier richtig viel. Auf jeden Fall habe ich denen jetzt mehr Sortie-Bogenschützen gegeben. Sind jetzt 22 an das Stück und nur 5 europäische Schwertkämpfer. Damit er halt nicht Ewigkeiten braucht, um mal seine. Oh, ich sehe gerade, die Mangel schießt hier ein bisschen auf die Burg drauf. Okay. Damit er hier nicht Ewigkeiten braucht, um seine Burg zu besetzen und dann. Noch, ja, da nicht so lange braucht, um seinen Angriff rauszukriegen. Ach Mensch, ich will die ganze Zeit mal was zu der Burg sagen, aber hier geht die ganze Zeit die Post ab. Obwohl das Spiel gerade mal mit 150 läuft. Naja, gucken wir uns nochmal Safar an. Der, ja, der sollte eigentlich auf Richard gehen. Hier, die Rammwege kommen nicht weit, weil die ohne Schutz vorrennen. Jetzt kommen die ganzen arabischen Schwertkämpfer hier noch, rennen durch die eigenen Flammen. Beschäftigen ihn so ein bisschen, aber ja, das sollte nicht. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir hier noch ein Stück runter. Die Burg 8, seine Breimburg. Ich habe hier vor allem noch ein bisschen was umgeändert. Er hat jetzt 3 Waffenkammern, weil das sehr viele geschrieben haben, dass der mehr Waffenkammern braucht. Ich wollte es jetzt aber auch nicht so sehr übertreiben. Nicht, dass er halt zu schnell rekrutieren kann, beziehungsweise dann ne, zu viel ja, Geld verdient quasi. Oder was heißt Geld verdient? Er hat dann mehr Lagerplatz, aber ne. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, seine stärkste Burg mit 1, 2, 3, 4, 5... großen Türmen in der Front und 2 Türmen hinten, was ja
relativ gut ist. Er hat nur einen rechten Arm und der rechte Arm endet in einem kleinen Turm. Relativ, ja, was heißt relativ? Viel Burggraben. Hier vorne habe ich noch ein bisschen was geändert. Wenn ihr euch das Burgenvorstellvideo anschaut, wo ich halt alle 8 Burgen zeige, dann sieht es hier noch vorne ein bisschen anders aus. Die Ummauerung habe ich jetzt ein bisschen aufgebrochen. Das ist jetzt hier, ja, ich weiß, Crusader Pilaf, wieder nur ein Feld mit Wassergraben. Sieht jetzt nicht ganz so toll aus, aber gut. Ja, na, gut. Auf jeden Fall, dass das hier vorne ein bisschen angreifbarer ist, weil wenn hier vorne da, also ursprünglich war ja hier komplett geschlossener Burggraben mit ummauerten Turm. Und das fand ich dann schon ein bisschen zu heftig, dass der Turm halt gar nicht angegangen werden kann. Vor allem, wenn der Turm dann kaputt gemacht wird, dann kann hier in Belagerungsturm anlegen und dann einfach hier einen direkten Zugang. Ansonsten, ja, größte Schwäche ist, glaube ich, der direkte Zugang zum Keep. Und ansonsten, ja, die Torhäuser, die links und rechts sind, sind zumindest das linke relativ gut geschützt durch den Burggraben da. Ich guck bloß mal, was hier passiert. Hier ist ein Angriff vom Richard, aber das sollte meines Erachtens noch nicht allzu schlimm sein. Ansonsten, ja, das rechte Torhaus hier ist ein bisschen angreifbarer als das linke, dadurch, dass kein Tor, kein Burggraben hat. Aber ist ein großes Torhaus. Ansonsten, ja, wieder Spielerei hier mit niedrigem Wall und hohem Wall, mit Treppen und so weiter. Ansonsten, ja, ne? Hat eine Kirche, hab das hier auch noch ein bisschen verändert mit einem Maibaum und einem Tanzbär, damit es nicht allzu langweilig ausschaut. Und genau. Na, ansonsten ist alles gleich geblieben. Wie gesagt, ein paar Änderungen, dass die Häuser halt ein bisschen in der Burg mit drin stehen und nicht so am Rand, damit es so ein bisschen belebter ist. Hier war gerade Durchbruch, aber Safar konnte ganz gut abwehren. Jetzt kommt hier der Bär wieder raus. Hat schon ordentlich Truppen. Weiß gar nicht, wann hier der, wie der Ludwig hier agiert. Haben eigentlich relativ gleich viel Truppen quasi. Und ja, der Arm hier baitet quasi den oder die Triebwerke mit. Und eine Besonderheit ist, dass er hier in Burg 7 oder mit Burg 7 Mangen hat. Und zwar 2 Stück. Zwar an der Front und nicht hier an der Seite. Deswegen, ja, wie er halt hier gerade angreift, ist halt nicht ganz so lecker. Aber ja, na, da muss er halt einfach durch. Der gute Fratz. Gehen hier mal ein bisschen hoch. Schauen uns das mal an. Hat hier wieder ein paar Mörderlöcher. Ansonsten, ja, ist, denke ich, alles dasselbe. Hier das Torhaus wird angegangen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, dass der halt von der Seite kommt. Aber gut. Ja, ist halt, das ist halt so. Ich denke aber, er braucht noch ein Stück, bis er dem König Ludwig hier gefährlich werden kann, weil er ja auch keinen positiven Angstfaktor hat. Also der Bär. Und ja, ich hoffe einfach mal, dass Safar irgendwie den Richard hier wegbumsen kann und dann mit auf den Bären gehen kann. So, dass dann halt ein, also es wird so oder so später irgendwann auf einen 2 vs 1 hinauslaufen. Aber ja, je nachdem, wie lange es halt dauert. Der Bär, ja gut, wird wieder schwächer gewertet als der Richard. Die Rammböcke, vielleicht greifen die auch mal ein bisschen zusammen an oder so, wenn jetzt König Ludwig rauskommen würde. Aber will nicht so richtig.
Naja gut, dann nicht. Ne? Dann bleibt er halt noch drin und lässt den Safar einfach in den Tod rennen. Hat ja, glaube ich, erst einen Angriff rausgekriegt, oder? Der König Ludwig hier. Hat jetzt mehr Truppen. Haben, glaube ich, eine relativ selbe Attack for Space. Also er hat, glaube ich, eine Attack for Space von 90. Und König Ludwig eine von 85. Ja, hier wird schon ordentlich geknabbelt, geknausert und geknabbelt. Hier ist Feuer wieder am Start, aber ja, das denke ich, ist noch zu halten. Jetzt kommt König Ludwig raus. Er sammelt sich ein bisschen Butsch, aber er schafft's noch. Ja, rennt hier einmal rein und Angriff verpufft ein bisschen. Sehr gut, die Armbrustschützen sind halt auch einfach mies, so viele, wenn man da Verteidigung hat. Und ja, die meisten vom König Ludwig sind ja dann hier auf der linken Seite, hier vorne und hier sind ja dann nicht allzu viele. Ja, wir schauen einfach mal, wie sich das hier entwickelt. Gehen hier noch ein bisschen höher, ups. Und gucken mal, wann der nächste rauskommt, wollte ich schon sagen. Aber da kommt schon der Bär wieder raus. Mit einer ordentlichen Schwertkämpfermasse. Hat hier auch schon ordentlich Truppen. Hat denn eigentlich... Ja, er hat hier zwei sichere, relativ sichere Steinbrüche. Hier der vielleicht noch, ansonsten, ja. Nicht sehr viel noch. Und vor allem kaum Eisenminen, schätze ich, oder? Na doch, hier hat er vier. Ja, vier. Naja, noch ein paar vielleicht dort, aber mehr auch nicht. Ja, das Torhaus fällt jetzt gleich wieder hier. Er hat halt seine Angriffsarmbrustschützen, die halt mit jetzt auf den Keep stehen. Aber hier wird schon ordentlich geschnetzelt, aber setzt sich durch. Ja gut, das ist ja dann auch relativ klar, weil die ja hier vierfachen positiven Angstfaktor haben. Ja, denke ich schon. Und ja, gucken wir mal, wie es weitergeht hier mit der ganzen Nummerei. So, ich hoffe einfach mal, ja, Richard hat 350 Truppen. Der Angriff vom Bär läuft immer noch. Hier wollte sich gerade noch jemand zurückziehen, aber hat es nicht geschafft. Am meisten Truppen hat natürlich Safar. Gut, negativer Angstfaktor drückt natürlich rein, ist natürlich klar. Oh, das ist ja natürlich... Ultra-Kombo, Timing vom Ultra-Kombo, yo. Vom Richard Löwenherz. Also, wenn er jetzt hier ordentlich knabbern kann und nicht so viele Truppen in dem Feuer verliert. Nachricht vom Safar. Ja. Ihr faulen, nutzlosen Leute, bemannt die Welle oder ich werde euch im Jenseits verfolgen. Dann sieht es schon böse aus. Oh, der sammelt sich hier beim König Ludwig, der Gute. Eieieiei. Na, das ist aber nicht so geil. Aber er kriegt's. Ja, er kriegt's noch. Feuergasse hat so ein bisschen geholfen. Hat dadurch nicht alle Truppen verloren. Also vielleicht könnte das jetzt mal den ausschlaggebenden Punkt gebracht haben, dass er nicht auf den Bären geht. Wenn er einfach auf den Bären geht, dann ja, ist halt einfach nichts zu schaffen, weil die Armbrustschützen gegen vollständig negativen Angstfaktor, arabische Schwertkämpfer, Truppen sind halt einfach, ja, nicht zu helfen mit den Sachen. Übrigens, die neue Burg vom Safar ist hier noch nicht dabei, weil die noch nicht fertig ist. Gut, oder was heißt noch nicht fertig? Die erste ist schon fertig, aber... Na, ich sammle ja erst alle 8 und dann kommen die zum Vorschein. Aber ja, deswegen erstmal noch hier seine ursprüngliche
Burg quasi und yo. So, wie sieht's denn hier aus, meine Freunde? König Ludwig hat hier 381. Alter, wer hat hier 2000 Gold? Obwohl er nicht mal im Angriff ist. Ja, klar. Ich denke aber, was ist denn hier los? Hier gar keine... Hä? Was? Okay. Bauern spawnen noch. Aber, hä? Warum sind denn hier so viele Warnblinker am Start? Freunde? Ja, keine Ahnung. Also hier beim Safar läuft's noch relativ gut. Beim Richard läuft's auch scheinbar noch. Aber was hier los ist bei denen, hat er sich hier irgendwie aufgehängt, der Gute? Schickt hier, ja jetzt kommt's wieder, jetzt geht's wieder los. Hä? Okay. Okay. Ja, da... Safar ist hier zu Hause, sollte eigentlich das ganz gut abgewehrt bekommen. Gucken hier mal rüber zum König Ludwig und dem Bär. Alter, hier brennt's gerade wieder super schön. Okay, also hatte ich wahrscheinlich gerade einen kleinen Bug, wo die Bauern nicht mehr so spawnen wollten, wie sie spawnen sollten. Jetzt ist hier der Durchbruch, aber ja, das sind zu wenige. Oh, Glück gehabt. Oh, ich hatte das nämlich schon mal, dass das dann dauerhaft war und dass dann bei keiner einzigen KI mehr Bauern gespawnt sind. Was ein bisschen sehr doof ist. Wer kommt jetzt raus? Oh, gutes. Naja, er rekrutiert schon wieder. Also hätte ein bisschen eher angreifen sollen. Dadurch er ja auch hier relativ... gut, sage ich mal, über diesen Berg hier läuft. Übrigens, schöne Map, ne? An Lord Hühnerfutter, falls er das Video hier sieht. Gefällt mir gut. Ansonsten, ja, erkennt er die ja, Map schon aus den Kämpfen von Crusader Pilaf. Deswegen werde ich da jetzt nicht so eingehen. Und ich habe nicht so viel Ahnung von Map-Design. Und deswegen, ja, hier ist jetzt die... Das Torhaus wird kaputt, aber ja, er spielt einmal drüber und das sollte nichts bringen. Aber hey, guckt mal hier. Hier ist jetzt gleich offen. Oh! Oh! Heieiei! Das habe ich ja jetzt gar nicht gecheckt. Dass hier Safar das der Matchwinner sein kann. Gut, es sind glaube ich immer noch zu wenige hier. Die Armbrustschützen prasseln dann schon ordentlich drauf, aber hey, das war ja schon richtig gut vom Safar. Also hier kleiner Konterkönig wie Emira. Das wirft, na gut, naja, er hat trotzdem noch 2500 Gold. Dachte, das wird jetzt... sehr zurückwerfen, aber nochmal so ein Angriff und wenn er dann nochmal so gut reinkommt hier mit seinen Rammböcken und so weiter, dann ja, sehe ich da schon Chancen. Vielleicht mal, dass er hier durch das Torhaus dann reingeht oder angreift, weil wenn er hier rumläuft, dann muss er ja einmal komplett durch an der Burg quasi vorbeilaufen und dann sich einmal von den ganzen Armbrustschützen abschießen lassen. Aber ansonsten Respekt. Mein vollsten Respekt auf jeden Fall. Ja, hier unten ist, denke ich, mehr Heckmeck als hier oben. Ach, hier oben ist aber auch kaum was zu sehen. Vor allem hat, denke ich, Richard richtige Probleme, weil der ja auch ordentlich Eisen braucht, um
zu funktionieren. Hier ist schon wieder überall Warnblinker am Start. Ich weiß schon wieder gar nicht, warum. Bauern spawnen die noch? Ja, ich glaube schon, dass ich hier mal immer einen Kopf sehe, der hier rauskommt. Aber die sammeln schon ordentlich Gold an. Die spawnen hier auch noch, okay. Ach Mann, warum ist das Spiel so verbuggt? Ach Gott. Das ist, also es ist an sich ein ultra schönes Spiel, ne? Und man kann auch richtig coole Sachen machen. Aber diese Bugs hier ständig mit den, dass die Bauern halt nicht spawnen und so weiter. Ja, das ist halt einfach nicht schön. Aber gut. Weil ja, der hat 15.000 Gold, Alter. Was ist mit ihm? Heieiei. Er hat hier auch schon ordentlich Truppen, Richard. Jetzt ist hier offen. Hier ist noch Feuergasse am Start. Das sollte eigentlich nicht wild sein. Verliert hier, ja, 40 Truppen hat er, glaube ich, verloren. Die Buddeltruppen vom König Ludwig jetzt. Und jetzt ist wieder alles in Ordnung. Also, naja, wer weiß, was das soll. Der ganze Bums. Vor allem hier drüben jetzt. Also man sieht es ja, dass es funktioniert. Und man sieht ja auch, dass die Leute hier spawnen. Oder? Spawnen die hier? Spawnt schon wieder gar keiner. Och Mann, ich will eigentlich nicht neu starten. Manu. Oh, ich glaube, das ist hier ein Bug. Aber warum? Warum gibt es einen Bug, dass die, dass keine Bauern mehr spawnen? Das verstehe ich nicht so. Ich meine, hier drüben spawnen noch welche. Safar spawnt auch keine mehr. Und König Ludwig spawnt auch keine mehr. Ja gut, alles klar. Dann würde ich einmal neu starten. Und wir sehen uns Juli 1224 wieder. Dann bis gleich, ne? So, da bin ich wieder. Hallo. Ja, und wie ihr vielleicht seht, also, ja, Bär ist hier wirklich am... Er kann halt kaum Einheiten ausbilden, weil die Bauern einfach nicht mehr spawnen. Und wenn einer spawnt, dann wird er so schnell wegrekrutiert, dass das einfach kaum möglich ist, da irgendwas zu machen. Aber ich verstehe halt nicht. Die ganze Zeit läuft es gut. Auch wenn die angegriffen wurden und die verlieren halt Einheiten und Arbeiter und so weiter. Die haben ja genug Häuser, so ist es ja nicht. Und hier spawnt ja mal vereinzelt ein Dude. Einer spawnt da. Und genauso ist es hier drüben und hier. Na gut, hier ist es vielleicht nicht ganz so schlimm. Obwohl das hier auch schon sehr gerade penetrant ist mit dem Katapult dort. Aber ja, die KIs sammeln hier unendlich viel Gold. Und können einfach nicht rekrutieren, weil die Bauern einfach nicht mehr spawnen. Ich weiß halt aber auch nicht warum. Also selbst die, oder die Karte ist ja nicht so, dass die jetzt, weiß ich nicht, ich habe ja die quasi die neueste Version von der Karte, dass die da irgendwie verbuggt ist, und ansonsten müsste das ja meines Erachtens ja schon am Anfang so sein, oder? Dass sie da Probleme haben mit den Bauern da quasi. Aber hier ist ja oben nichts mehr los. Es sind ja alles Warnblinker oben an. Das hatte ich vorhin schon mal. So. Und dann hat sich es wieder gefangen. Und jetzt ist es halt wieder so, dass es gar nichts macht. Und die KIs sammeln halt eine Kohle an wie nichts. Also ich weiß halt echt nicht, was das soll. Ich bin komplett überfragt. Verstehe ich einfach nicht. Vor allem, dass es dann auch einfach von jetzt auf gleich dann wieder funktioniert, als ob nichts gewesen wäre. Und dann
nach einer gefühlten Minute oder so ist wieder der Bug da. Hä? Check ich nicht. Check ich wirklich gar nicht. Und es ist ja auch nicht so, dass nur meine KIs das haben. Es sind ja, es fängt immer zuerst mit einem Bär an. Dann kommt Richard. Dann kommt Safar und dann kommt König Ludwig. Ja. Ja, also, dass das hier, und genug Häuser haben die ja alle, weil ich habe ja hier nichts dran verändert oder am Bär oder irgendwas. Warum soll ich das machen? Also das ist ja Quatsch. Ja, deswegen, ja, also wer da mal einen Tipp hat oder irgendwie Ahnung hat, warum das so ist, warum das bei der Map ist, vielleicht auch Lord Hühnerfutter selber, wenn er das Video anschauen sollte. Vielleicht weiß er da irgendwas, weil es muss ja irgendwie zusammenhängen mit der Map und dem Geschehnissen, was da drauf passiert. Ansonsten, ja, kann ich mir das halt nicht vorstellen, warum das nicht funktionieren sollte. Na? Ja, gut. Ich guck mir das jetzt mal noch so, keine Ahnung, wann der nächste Angriff hier kommt. Ich meine, Alter, das ist Gold. Die bilden ja hier, ja, kaum noch aus. Eine Einheit pro 5 Sekunden oder so. Und ja, spawnt halt leider gar nichts mehr. Nichts spawnt. Das ist so blöd. Warum spawnt nichts? Ich verstehe es nicht. So ein doofes Zeug. Ach Mann, das ist schon echt schade. Ansonsten, ja, wäre das ja ein recht interessantes Spiel geworden. Man hat es ja, glaube ich, gesehen im ersten Teil. Und ich jetzt nochmal, ich nehme ja jetzt den ganzen Spaß jetzt schon etwas länger auf. Und ihr seht ja den Zwischenteil bis 12:25, ja gar nicht. Aber ja, er kann ja hier nicht mal seine Sachen nachbauen. Weil, gut, was ist denn das hier überhaupt? Das ist das sind Hütten. Hä, oder sind die Hütten kaputt und der kann ihn nicht nachsetzen? Aber hier stehen ja die Hütten auch. Alle. Hä? Ja, wenn halt, ja gut. Ja, er hat Holz, also er könnte die Hütte nachsetzen, aber er baut halt gar nichts mehr. Ja, Freunde, also ich weiß es nicht, was das soll. Ich werde das Video trotzdem hochladen, also damit ihr das seht oder damit vielleicht jemand mir Hilfe geben kann und ich dann später nochmal ein Rematch machen kann von dem Spiel. Ja, schade auf jeden Fall, schade. Na gut, dann würde ich das jetzt hier erstmal abbrechen, weil ich meine, das hat jetzt keinen Sinn, hier weiter zu warten, bis hier irgendwann mal so viele rekrutiert sind und ansonsten kommen die ja eh nicht durch, weil die zu viel Geld haben. Die können ja so eine Notrekrutierung starten, da, ja, weiß ich nicht. Schade auf jeden Fall, ne? Dann würde ich erstmal sagen, ich belasse es hier dabei. Schreibt entweder Crusader Pilaf, jemand anders, Lord Hühnerfutter, wer davon Ahnung hat von Map-Designs und so ein Spaß, kann mir da wirklich gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich halt einfach mal sagen, war es das jetzt erstmal mit dem Video. Schade, wirklich schade. Es macht mich echt ein bisschen traurig, dass es halt jetzt so enden muss. Also, ja, aber es hat halt einfach keinen Sinn, jetzt so weiterzumachen. Na, ich hoffe, ihr versteht das. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm für euch und ansonsten, ja, vielen Dank trotzdem fürs Zuschauen. Lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt wirklich, wirklich gerne in die Kommentare, was sich damit auf sich hat oder liegt es an den Farben? Ah, das kann ich mir auch nicht vorstellen, also, weiß ich nicht. Na, ich habe das Spiel nicht vorher getestet, weil ich halt wusste, dass die Abstände hier groß genug sind, dass sie hier nicht einen Sammelbug gibt oder so. Ja, und die Karte kennt ihr ja auch ansonsten schon vom Crusader Pilaf. Gut. Ich höre jetzt auf, hier rumzuheulen.
Wie gesagt, schreibt gerne unten rein, was sich da ändern muss, damit es hier funktioniert. Und dann wird es, wenn es dann funktioniert, ein Rematch geben. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, bleibt gesund und tschüssi.